Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Tiedemann, der im regnerischen Danzig sich gerade befindet. Und wir hatten hier gerade zwei Brauhäuser gebaut, was wichtig war, um mal wieder mehr Bier hier zu produzieren. Das fehlte. So, ich war ansonsten auch noch fleißig. Ich habe für Oslo nämlich etwas erstellt. Und zwar habe ich mir die Bedarfe von Oslo mal angeschaut und habe dementsprechend hier diesen Konvoi, der da vorbeifährt, neu justiert. Das will ich gleich mal reinladen. Das ist der Schottland-Konvoi. So. Und jetzt seht ihr, das ist das. Ich habe mal so geschätzt, dass der alle anderthalb Wochen, alle 10, 11 Tage dort vorbeifährt. Und diese Waren bringt er dann ins Kontor. Und dementsprechend lade ich natürlich auch mehr Waren in Lübeck ein. Und deswegen weiß ich schon, ich glaube, dieser Konvoi, der braucht jetzt ein weiteres Schiff. Und deswegen bekommt diese neue Schmiere. Die kommt dann dorthin. Das ist der Plan. So, wir werden jetzt mit unserem Jagdfalken zurück erstmal nach Lübeck fahren. Ihr seht, da ist immer noch Biermangel. Oh Leute, Aufgabe erfüllt, es ist geschafft. Ihr habt die Niederlassung Stavanger gegründet und damit den euch übertragenen Auftrag erfüllt. Großartig. Super, sehr schön. Okay, dann... Wartet mal, dann sollten wir doch auf jeden Fall mal zurückkehren nach Danzig zum Eldermann, um zu schauen, wie es jetzt aussieht in dieser Angelegenheit. So, und wir gucken mal in die Hanse-Info. Und wir sehen, der unglaubliche Tiedemann Wallendorp steht ganz vorne bei den Wahlchancen zur Wahl des nächsten Eldermann. Und die Wahl ist am 11. Juni 1305. Gar nicht mehr so lange. Noch so... Oh, 7, 8 Monate. Das ist hervorragend. Das sind ja herrliche Aussichten. Bis dahin können wir eigentlich noch weitere Eldermann-Aufträge an denen arbeiten. Eine neue Stadt, da habe ich keine Lust zu. Neue Landwege, das ist auch ätzend. Ja, Piratenjagd, das ist nicht unsere Stärke. Aber hier, die Versorgungslage einer Stadt im Norden ist schlecht. Eure Aufgabe soll es sein, diese Stadt zu versorgen und das Wachstum zu beschleunigen. Das können wir doch mal versuchen. Zumindest bis zur Eldermann-Wahl werden wir das auf jeden Fall so fortführen. Ach, Oslo ist es. In einem Jahr soll die Stadt mindestens 3700 Einwohner haben. Wow. Okay. Ja, ich denke, werden wir vermutlich nicht ganz bis zur Eldermann-Wahl schaffen. Aber auf jeden Fall nehmen wir uns das jetzt fest vor als nächstes Projekt. Da müssen wir allerdings, jetzt habe ich gerade so schön das in Oslo fein justiert, da müssen wir, glaube ich, aber noch ganz andere Maßnahmen einschlagen. Vor allem müssen wir dort dann deutlich mehr Produktionsbetriebe aufbauen. Das ist ganz klar. Na gut. Dann ist es eben so. Kein Problem. Wir fahren, glaube ich, jetzt, wie gesagt, erstmal zurück nach Lübeck. Und dann müssen wir uns um Stavanger kümmern. Da herrscht jetzt Hungersnot. Da müssen wir nämlich jetzt erstmal gucken, ob wir jetzt dort verkaufen können und den Konvoihandel einstellen und so weiter und so fort. All das. So, in Lübeck. So viel Zeit muss sein. Sollten wir aber jetzt mal die Jagdfalke noch kurz reparieren. Okay, wie lange dauert das? 2 Tage, das ist in Ordnung. Und dann denke ich, gehen wir nochmal baden. Und dann beten wir natürlich. Gucken vielleicht auch nochmal hier in Lübeck, wie es mit dem Wohnraum aussieht. Aber die Stadt ist ja nicht so groß gewachsen. Also ich habe jetzt gemerkt, das Wachstum einer Stadt hängt einfach wirklich davon ab, wie viele Betriebe gebaut werden, wie viele Arbeitskräfte benötigt werden. Das ist der entscheidende Wachstumsfaktor. 110 Bettler sind in der Stadt und das reicht völlig, um alle Arbeitskräfte abzudecken. Ja, dementsprechend auch kein Wohnraumbedarf. Das scheint mir der Punkt zu sein. Aber was ich, denke ich mal, tun werde, ist... Wir werden vielleicht nochmal hier diese Musketenschützen auch in Lübeck ausbilden. Können wir hier beim Waffenschmied... Ach, der hat ein paar Probleme mit dem Nachbauen. Ist egal, wir werden mal Musketenschützen einsetzen. Wo ist der? Das Arsenal? Hier. 20 Einheiten sind gebilligt. Dann werden wir jetzt mal Stadtwache entlassen. Und mal gucken, wie viele Einheiten wir bilden können. 3 geht. Ja, toll. Jetzt haben wir keine Waffen mehr.
Okay, das reichte also nicht. Drei, zehn. Ach so, jetzt fehlen zwei. Aha, so ist das also. Da muss der Waffenschmied erstmal nachbauen. Büchsen. Im Kontor liegen noch drei, die reichen nicht. Wie viel hatten wir jetzt gekauft? Das waren 18 oder so? 15. Das heißt, pro Einheit braucht man 5. Das wissen wir jetzt. Wir könnten vielleicht aus Stavanger welche mitnehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Gut, ich würde mal sagen, wir warten so lange. Wo ist jetzt eigentlich die Nopia? Die ist da oben hin auf dem Weg. Nee, wo ist sie? Die kommt jetzt zurück nach Lübeck. Wisst ihr was? Dann warten wir noch, bis die wieder in Lübeck ist. Und dann, ja, dann schließen wir da den Kreier mit an. Wobei ich nicht ganz so sicher bin, ob das jetzt klug ist. Wenn wir uns Oslo vornehmen, brauchen wir eigentlich einen neuen Kapitän. Weil wir dann einfach eine Direktverbindung brauchen, meines Erachtens. Das wäre eigentlich besser. Insofern warten wir jetzt nicht auf die. Wir werden uns auf die große Suche nach einem neuen Kapitän begeben. Das ist, glaube ich, das Beste. Also, wir gucken nochmal hier in Lübeck in. Hier ist keiner. Dann warten wir, bis die Jagdfalke gebaut ist und fahren mit so viel Ziegeln, glaube ich, wie möglich nach Stavanger und schauen da nach dem Rechten. So. 3,9. Das ist gut. Warte mal, habe ich hier irgendwelche Post überlesen? Aalborg. Viehzucht, Anerkennung Danzig. Aha, hier ist jetzt das Schreiben. Das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Hier beachtet. Ihr habt erfolgreich die Niederlassung Stavanger gegründet. Die Hanse ist euch deshalb zu großem Dank verpflichtet. Ihr wurdet nun in die Kandidatenliste für die nächste Eldermann-Wahl aufgenommen. Sehr schön. Das sagt der aktuelle Eldermann. Also neidlos erkennt er das an. Schiffkontor. Ziegel ist echt immer wieder Mangelware, obwohl wir 5 Ziegeleien haben. 36 Ziegel pro Woche ist möglicherweise zu wenig. Werden wir nochmal nachlegen. Ziegelei. Wir bauen noch mehr. Eine geht noch. Na gut, das können wir noch kaufen. Also zwei noch mal nachgeholt. Jetzt haben wir aber keine Ziegel mehr an Bord. Ist egal, wir fahren trotzdem nach Stavanger. Da haben wir wirklich Wichtiges zu tun. Aber wir halten vorher noch mal in Aalborg an. Vielleicht ist da ja ein Kapitän. So, hier ist alles weg. Ich weiß auch nicht, ob ich hier nachbauen will. Mal gucken, hier ist kein Kapitän. Hier ist uns vor allem Viehzucht abhanden gekommen, ne? Oder? Vier haben wir noch. Gießereien haben wir vier. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wollen wir noch was bauen? Aber im Blick darauf, dass wir jetzt in Oslo ausbauen, brauchen wir das, glaube ich, nicht. Vielleicht eine Viehzucht noch. Das ist vielleicht noch gut. Bauen wir noch einmal eine Viehzucht. Oh, wir haben hier. Hier haben wir so viele Ziegel. Wie kommt das denn? Transportieren wir hier immer zu Ziegel hin? Das könnte sein. Das müssen wir nochmal verändern. Da stimmt was nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo ist hier unsere große Truppe? Das ist, glaube ich, die. Wer fährt nochmal nach Aalborg? Das ist die Libelle. Ach. Wo ist sie denn? Hier. Lübeck, Ziegel. 30 Ziegel fahren wir da einmal hin. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. 5 reichen. Okay. Wir fahren aber jetzt mit Ziegeln weiter nach Stavanger. So, Landesfürst meldet sich. Richtfest erstmal in London Viehzucht und in Lübeck meldet sich der Landesfürst. In unserem Fürstentum besteht zurzeit ein Versorgungsengpass. Wir wären da sehr erfreut. 65 Bier, 60 Eisenwaren, 20 Holz, Pech, Getreide. Bis zum 20. Dezember. Der Landesfürst. Das schreibe ich mir wieder auf. Also, 65 Bier, 60 Eisenwaren, 20 Holz,
75 Pech, 40 Getreide. Das müssen wir eigentlich haben. Das Einzige, was knapp sein könnte, ist Bier. Wir akzeptieren das. Und müssen aber jetzt erstmal in Starwanger hier unseren Teil leisten. Denn wir schauen mal, wie ist das jetzt? Ja, wir können verkaufen jetzt. Wunderbar, das passt doch alles. Dann müssen wir jetzt den Kontorhandel einstellen. Lager müssen wir hier auch bauen, sehe ich gerade. Aber erstmal gehen wir mal komplett auf Verkauf. Die Preise müssen ja stimmen eigentlich. So. Okay, und das Einzige, was wir hier nicht verkaufen, doch eigentlich verkaufen wir alles, oder? Ja, eigentlich verkaufen wir alles. Wartet mal, die Stadt produziert das, was wir produzieren, Holz und Honig. Aber verkauft werden muss alles. Die Frage ist halt, wie wir was abtransportieren. Okay, das ist natürlich jetzt super wichtig. Müssen wir irgendwie Bestand wahren? Ja, so viel wird eh nicht verkauft. Okay, das haben wir dann justiert. Jetzt ist die Frage, wir haben noch Ziegel mitgebracht. Ich würde gern... Wie viele Bettler haben wir jetzt eigentlich? 18. Können wir hier direkt noch eine Musketeneinheit bilden? Es gibt nicht genügend Bettler. Schade. Wahrscheinlich müssen 20 da sein. Die sich dann 5 Musketen teilen oder so. Lasst uns nochmal gucken nach einer Torkanone. Warum kann ich hier keine hinbauen? Ach nee, das ist noch was anderes. Torbombarde hatten wir jetzt hier immer. Die Kanonen sind die Upgrades, oder? Das heißt, ich muss erst die Bombarde bauen, um die Kanone bauen zu können. Verstehe. Ja, ich würde mal sagen, dann lasst uns die nächsten hier bauen. Okay. Gut, Ziegel haben wir aber noch einiges. Können wir noch was anderes bauen? Vielleicht das Kaufmannshaus? Jawohl. Das geht. Das hatten wir doch, ne? Das fehlte doch noch, oder? Ja, 2 Kaufmannshäuser. Ja, kaufen wir mal zur Sicherheit. Bauen wir das. Um hier Wachstum zu garantieren. Okay, mehr Baustoffe sind dann nicht da. Jetzt müssen wir zurück nach Lübeck, um die Sache mit dem Landesfürsten zu klären. Ich hoffe, diese Hungersnotanzeige verschwindet bald. Aber eigentlich war ich ja auf der Suche nach einem Kapitän. Vielleicht ist er ja sogar ein Starwanger da. Denn wir wollen uns ja um Oslo kümmern. Und wir müssen auch... Nee, das Schiff, das wollten wir ja für den neuen Konvoi nach Oslo verwenden. Alles klar. Okay, Richtfest. 4. Dezember. Bis 20. haben wir Zeit. Sprechen wir jetzt erstmal mit dem Landesherrn. Lieferverträge. Nee, wo war das nochmal hier? Geschenke? Nee, Kredit, so hieß das, genau. Waren übergeben, wir haben sie da. Sehr gut. Prima, die Sache ist erledigt. Der Fürst zahlt ja auf jeden Fall zuverlässig. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Gucken wir hier direkt mal nochmal nach. Nein. So, das war jetzt wichtig, dass wir das erledigt haben. Jetzt geht es eigentlich nur um die Suche nach einem Kapitän, um uns dann richtig um Oslo zu kümmern. Das ist, glaube ich, jetzt der Weg. Ich würde mal sagen, wir fahren mal jetzt hier die Osttour nach Rostock, Malmö und so weiter. So, Rostock. Nix da. Malmö. Nix da. Stettin. Und es gibt einen Angriff. So, Stettin. Nichts. Dann weiter nach Danzig. Können wir gleich mal am Kontor vorbeischauen. Wie ist die Seeschlacht eigentlich ausgegangen? Richtfest, Richtfest, Richtfest. Und Seeschlacht geflohen. Sehr gut. Danzig. Wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus? Die Brauhäuser, die arbeiten. Volle Pulle.
Nee. Warum arbeiten die nicht? Ach, die sind noch gar nicht fertig. Oder? Was ist hier los? Produktion angehalten. Irgendwas fehlt hier. Hundertacht Bettler. Was stimmt hier nicht? Ist hier gerade eine Belagerung am Start? Die Produktion läuft und Einbau aus haben wir doch auch, ne? Was ist denn hier los? Wir haben drei Brauhäuser und Verbrauch Getreideholz. Aber er zeigt mir nichts an. Irgendwas stimmt hier nicht. Beginnt hier eine Belagerung? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht erklären. Nein, nicht weitermachen. Ich wollte hier. Oder vielleicht. Was ist denn das? Also normalerweise, wenn hier was fehlt, dann müsste er doch anzeigen Mangel und so. Dann sehen wir doch immer dieses Ausrufezeichen, aber hier stimmt irgendwas nicht. Bei der Konkurrenz läuft es. Beim Getreidehof läuft es. Getreide wird produziert ohne Ende. Das verstehe ich nicht. Holzmangel besteht auch keiner. Was ist hier los mit den Brauhäusern? Was ist, wenn ich das manuell jetzt hier auf 100% mache? Passiert da irgendwas? Wieso ist die Produktion angehalten? Ah, jetzt zeigt er mir irgendwas an. Ich lasse mal schnell vorlaufen. Was willst du mir jetzt sagen? Du willst mir noch nicht sagen, dass wir keine Bettler haben. Das sind 216 Bettler in der Stadt. Irgendwas stimmt hier total nicht. Ich stehe irgendwie total auf dem Schlauch. Wieso ist das angehalten? Sehr, 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 sehr merkwürdig. Auf jeden Fall ist hier kein Kapitän. Ich weiß nicht, was in dieser Stadt los ist. Sehen wir das, wenn wir rausgehen? Nee, das ist alles in Ordnung. Prozent. Warum kommen hier keine Bettler hin? Was ist hier los? Warum arbeiten die Getreidehöfe problemlos auf Hochtouren? Die Hanfproduktion läuft. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Muss ich jetzt erstmal die Stadt so zurücklassen, wie sie ist. Wir fahren mal runter nach Thorn. Und was ist das? Belagerung in Stavanger? Der Landesfürst? Wie bitte? Unsere frisch gebaute Stadt wird überfallen? Ich fasse es nicht. Das ist ja eine Frechheit. Der hätte ja wenigstens einmal mit uns reden können, oder? Unglaublich. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Ich meine, es nützt jetzt auch nichts, wenn wir da vorbeigucken, oder? Aber wir haben ja nur drei Musketentruppen dort. Es ist so erbärmlich. Ich wollte ja mehr ausbilden. Aber es war mir nicht möglich. So, Leute. Fahren wir da jetzt hin? 4 Tage Reisezeit. Bringt auch nichts, wenn wir da jetzt vorbeischauen. Ich glaube, das machen wir nicht. Wir gucken aber nochmal in Danzig vorbei. Vielleicht hat sich da jetzt was getan. Ich kann es nicht verstehen, was hier los ist. Hier wird kein Bier mehr gebraut. Doch! Das war doch irgendwie ein Thema 36 von 90. Irgendwas war da komisch mit den Bettlern. Die wurden plötzlich mal alle entlassen auf einmal. Naja, gut, das scheint sich wieder zu erholen. Wir fahren lieber mal wieder weiter nach Riga. Belagerung ist noch am Start. Okay, Riga, hier ist die Kneipe. Da ist leider nichts los. Wie ist hier eigentlich so der Stand der Dinge? Bezüglich Versorgung der Stadt, Stadtkontor, sehr viel Keramik, viel zu viel Salz, viel zu viel Tücher sind dabei. Das muss man dann das nächste Mal nochmal fein justieren. Das machen wir aber jetzt nicht, sondern wir suchen einen Kapitän, damit wir uns besser noch um Oslo kümmern können. Also schnell noch nach Stockholm huschen. Komm, die Ostrunde mache ich noch durch. Wo haben wir es?
Hier haben wir Kneipe. Aber kein Kapitän da. Dann gucken wir uns Reval nochmal an. Waren wir in Visby eigentlich? Das war nicht die Kneipe, das ist das Arsenal. Da ist aber auch kein Kapitän. Dann mal schnell nach Ladoga. So, wo sind die Fässer? Wo sind die Fässer? Wo ist die Kneipe? Das ist wieder das Arsenal. Hier unten. Eingefroren. Aber auch nicht vorhanden. Und dann schlussendlich noch nach Novgorod. Aber irgendwie haben wir diesmal Pech. Und schon wieder das Arsenal. Da, Kapitän, hervorragend. Sehr schön. Horatio Dormann. Wieso haben wir kein Schiff im Hafen? Oh nein, wisst ihr was? Wir haben ja schon einen Kapitän. Ei, diese ganze Suche war umsonst. Wir haben ja schon einen Kapitän. Wir hätten den Konvoi nach Oslo längst starten können. Und was ist hier los? Diese zwei Schiffe, die liegen ja hier ewig am Start. Irgendwas stimmt hier nicht. Der ist doch aktiv. Nee, die sind schon wieder aktiv. Ah, alles klar. Die sind jetzt gut gefüllt. Nein, das ist in Ordnung. Okay, aber dann haben wir zumindest eine klare Option das nächste Mal. Der Kapitän ist da. Wir wissen jetzt, in Novgorod wartet einer. Da können wir dann bei Bedarf auch nochmal hin. Und dann beginnen wir eine echte Route nach Oslo und kümmern uns ganz intensiv um Oslo. Bauen dort die Betriebe aus und so weiter und so fort. Und versuchen den Auftrag noch zu erfüllen. Vielleicht sogar optimalerweise noch vor der Wahl. Aber ich denke, in der nächsten Staffel werden wir die Wahl erreichen. Und dann heißt es Daumen drücken, dass Tiedemann es schafft. Also, bis dann. Bis zur nächsten Staffel. Macht's gut. Euer Steinwallen.